Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht. Ich bin der Theo da, das ist der Krati hier, ja, und wir beide erleben das geilste Abenteuer seit Enziferum Viking Music macht, ja. So, wir sind in Alfheim unterwegs, haben hier so eine Rune gefunden und wir wollen hier ganz gerne, auf diese Insel da, um unsere Sehne mit Licht aufzuladen. Und ich denke mal... Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge! Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lüge. Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja? Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. So, los geht's hier, Feuer. So geht das, Freunde der Nacht. So nicht anders. Habt ihr gesehen? Bin ein bisschen stolz auf mich gerade hier. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Man weiß es nicht, Freunde der Nacht. Man weiß es nicht. Mister! Falscher Knopf. Mach dich bereit. Was? Ja, wo kommen sie? Hoffentlich war es das wert. Aber nie alles, oder? Kommt doch noch mehr. Okay. Okay. Kommen wir durch. Musst du doch irgendwie drankommen hier. Atreus, komm her. Komm schon. Gibt's ja den von dem. Ist doch gar nichts. Achso, warte mal. Kann der da dran schießen an das Ding? Nächster! Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Komm ich von hier? Ah, guck mal, von hier aus kann ich da eventuell dran. Nee, es sind noch mehr. Alter Schwede, ey, diese Rätsel, ne? Verstehe ich nicht. Die kriege ich nicht in den Schädel rein. Die sind mir echt zu kompliziert, ey. Da komme ich noch nie durch. Sehr, sehr seltsam. Mister! Ha! Hm.
Da kommen wir nicht durch, Freunde Nacht, in der Mitte. Da muss irgendein Trick geben. Den da hinten kriegen wir ja ausgeschaltet, ne? Aber den verkackt den hier vorne nicht. Auf geht die Tür nicht wegen dem Dingensbummens da. Irgendwas verpennt hier? Komme ich da rein oder was? Kommen wir da gar nicht dran an das Ding, ey. Gibt's doch gar nicht. Muss doch irgendwie gehen. Ne, erstmal fällt mir hier echt nichts ein. Ich stehe gerade wieder wie ein Schwein vor der Uni. Müssen wir erstmal weitermachen. Vielleicht kommt ja. Ach, guck mal, da ist noch irgendwas. Okay, ich dachte, da wäre irgendwas. Was ist denn hier los? Können wir weitergehen? Auf jeden Fall. Wollen wir das nicht aufmachen hier? Geht das nicht? Dann kann ich die hier nicht aufmachen. Ja, geht irgendwie nicht. Und warum habe ich nur so wenig Energie? Fragt man sich da doch mal ehrlich. Kann ich das irgendwie nehmen, was der Typ hier hat oder was? Speer? Kann ich auch nicht nehmen. Ah, Mist. Mist, Mist. Okay, müssen wir weiter. Nutzt ja alles nix. Ohne der Nacht. Nutzt ja alles nix. Oh. Sehr gut. Sehr schön. Oh, da haben wir wieder so eine schöne Truhe. Ach, herrlich. CRN. Eine CRN-Truhe. Alter Schwede. Eieieiei. Da oben ist auch eine Truhe. Was ist das da? Man weiß es nicht, was das ist. Man weiß es nicht. Guck mal hier. Ich sehe gar nicht die Dinger da, diese Glocken davon. Wo sind die? Ich sehe nicht eine. Irgendwo. Ah, da oben ist irgendwas. Okay. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Hä? What? Hä? Ach so, ja, war ja was. Man konnte ja Sachen einfrieren, Theodor. Man konnte ja Sachen einfrieren. So, aber hier ist auch irgendwie. Hier sind diese Runen. Aber wenn ich da jetzt drauf wämse, ne? Dann bin ich doch hier eingesperrt, oder nicht? Okay, also von hier aus wäre, glaube ich, nicht so clever. Ah, Mist! Ach, guck mal, dann werde ich da hochgefahren. Wir riskieren das jetzt einfach mal, Freunde der Nacht. Wir riskieren das jetzt einfach mal. Bin mal gespannt, ob ich hier wieder rauskomme.
Neue Armschienen im Menü anzeigen. Vergleichen. Stärke weg, Runen 12, Abwehr 10. Glück 0. Erhöht den Schaden aller Standardangriffe, erhöht sowohl Runenangriffe als auch Elementarschaden. Reduziert erlittenen Schaden. Das ist ja Quatsch, ey. Das ist doch Quatsch, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir lassen das erstmal. Okay, weiter wieder runter. So, ein so ein Ding haben wir schon mal. Ich habe hier gerade auch noch irgendwas blau leuchten sehen. Ach, guck mal hier. Ach, fuck. Fuck. Okay, weiß ich nicht. Müssen wir nachher nochmal gucken, wie das geht. Du hattest vorhin Unrecht. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprech nicht mehr davon. Gut. Oh, oh. Die lassen wir doch jetzt bestimmt raus, wenn ich da an dem Rad gleich drehe. Ich drehe erstmal noch nicht an dem Rad. Vor der Nacht. Wir gehen erstmal hier weiter. Okay. Okay. In der Nacht, was machen die mit mir hier? Komm ich da rüber? Alter Schwede. Kein Problem. Kommen wir jetzt wieder zurück oder wartet jetzt mit zurückkommen? Oh ne, ne. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verpasst da. Die Kiste. Ich habe bestimmt die Kiste verpasst jetzt. Misty. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oder komme ich hier zurück? Hier geht es nicht drüber. Und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Ah, okay. Dann kommen wir wahrscheinlich später darüber. Und dann vielleicht nochmal zurück. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Ein bisschen. Boah, da ist eine Tür. Tür will ich jetzt erstmal nicht. Ich will jetzt erstmal so hier gucken. Ja, wo ist die, das Schlotzen-Ding davon? Zum Abschießen? Wo ist die Schlotze? Aber hier kommen wir auch noch nicht durch.
Ei, der Dauser, sprach der Klaus. Da müssen wir doch da durch, Freunde der Nacht. Atreus, folge mir. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Ja, dann mal weiter hier. Heiter weiter. Alter Schwede, wo sind wir hier? Mehr davon. Bah. Schlutzi, ey. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Ah, okay. Klar. Ach ja, da war ja was. Wir wollten ja eine Brücke aktivieren, stimmt. Okay, da können wir hochklettern. Ist da hinten noch irgendwas? Nee, da ist nichts mehr. Ja, dann klettern wir mal hoch hier. Wo ist der Alp? Einer der Vergessenen! Keine Ahnung. Du findest seinen wunden Punkt! Das können wir gegen ihn verwenden! Alter Schwede. Also, da ist es. Alte Wache, Junge. Was hat der noch hier? Heieiei. Zersplittertes Herz von Alfheim. Selten Zauber. Reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben um 12%. Maximal 36. Okay. Was ist das hier? Nee, ich will nur, okay. Explosionsrune. Njörzsturm. Leichter Runenangriff. Ein schnell rotierender Nahkampfangriff, der umstehende Gegner erfasst und erheblichen Schaden verursacht. Okay. Was ist das da oben? Na, gucken wir uns gleich an, mein Sohn. Okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie ein Flitzebogen. So, hoch zur Ringtempelbrücke. Was ist denn da noch? Warum denn nicht erst umgucken hier? Oder? Ist doch Banane, wenn wir jetzt einfach hier wegrennen. Man ist doch noch Geld. Kann man immer brauchen. Albenartefakte.
So, jetzt können wir zurückgehen, mein Sohn. Jetzt können wir zurückgehen. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Kann sein. Okay, sehr cool. Die blaue Tür, wir sind da. So. Freunde der Nacht, wir gehen an dieser Stelle raus. Wir speichern hier einmal ab. Ich muss da unbedingt nochmal irgendwann runter. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da jetzt gerade reingekommen bin überhaupt. Geht jetzt gar nicht mehr, wa? Müssen wir nochmal schauen, ja? Aber wir gehen auf jeden Fall an der Stelle raus, wenn es euch gefallen hat, ne? Vergesst nicht hier einmal den Channel zu abonnieren für den Theo und den Krati, ja? Und dann geht das hier in der nächsten Folge weiter, Freunde der Nacht. Bis dahin, alles Gute, lasst einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, ja? Danke fürs Einschalten, bis dahin, alles Gute, euer Theo da.